Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und heute, das ist wieder ein neues Challenge-Video von Eva und mir. Das Thema sind Kürbisse, also DIY mit Kürbis. Und ich werde einen eigenen Kürbis herstellen, also einen kleinen Deko-Kürbis. Den kann man natürlich in verschiedenen Größen selber machen. Das ist super einfach und ich finde, der sieht richtig niedlich aus. Man kann davon mehrere machen, vielleicht auch in verschiedenen Farben. Also wie ihr mögt, eine tolle, schnelle Deko. Ja, und dafür braucht ihr eine Serviette oder einen Stoff. Ich habe einfach eine orangefarbene Serviette. Dann braucht ihr Washi-Tape, da habe ich jetzt auch so passend dazu Orange mit kleinen Blumen. Ihr braucht einen Baumwollfaden, das kann natürlich auch dann in der gleichen Farbe wie die Serviette sein. Oder ich habe Gelb einfach so ein bisschen als Kontrast. Eine Schere und ihr braucht Füllmaterial, da habe ich jetzt einfach so Stoffreste, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Die werde ich dann in der Mitte als Füllmaterial reinstopfen. So, ich falte die Serviette auseinander, dann kommt mein Füllmaterial hier in die Mitte und ich führe das Ganze so nach oben und dann brauche ich schon mal ein kleines Stückchen Band und ich binde das Ganze hier oben einmal zusammen, damit das nicht auseinander geht. So, und bei einem Kürbis, da sind ja immer so ein bisschen so abgeteilte Bereiche und die werde ich jetzt hier noch mit dem Band selber machen, indem ich jetzt einfach das Band hier so drüber wickel, dann nochmal so drüber wickel und noch einmal drüber, sodass so kleine Kammern entstehen. Und dann binde ich das einfach hier oben fest, den Rest. So, ich schaue nochmal, dass das Ganze auch so eine richtig schöne Kürbisform bekommt. So, hier oben sind noch die Reste von dem Band. Ich glaube, das kann ich noch ein bisschen kürzer schneiden. So, und jetzt brauche ich mein Washi-Tape. Und das umwickel ich hier oben dann noch. Und das ist dann noch hier der Stiel hier oben vom Kürbis. Dafür umwickel ich jetzt einfach hier oben den Rest von der Serviette und auch die Fäden. Kann man dann auch so ein bisschen noch so einknicken. Und dann ist schnell dieser kleine Deko-Kürbis fertig. Und da kann man natürlich auch mehrere von basteln. Oder man kann natürlich auch noch ein Kürbisgesicht draufmalen. Mit dem Draufmalen muss man natürlich bei Stoff und bei Servietten ein bisschen vorsichtig sein. Gerade bei Servietten wird das Ganze dann so ein bisschen verlaufen und sieht gar nicht so schön aus. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier so braunes, klebendes Papier und werde daraus noch Augen und einen Mund ausschneiden. Ja, vielleicht habt ihr Lust, so einen Kürbis nachzubasteln. Ihr seht, das ist wirklich ganz schnell gemacht, super einfach, vielleicht so last minute, wenn man schnell noch ein bisschen Deko für eine Party braucht. Also ja, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne was in die Kommentare schreiben. Und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. Und wieder ein Begriff aus dem Glas. Ich glaube, in der nächsten Woche können wir auch mal wieder in der App abstimmen. Ja, finde ich gut. So, hier kommt der Zettel Herbstideen. Sehr ja, schön. Perfekt. Und weiterhin natürlich sehr, sehr gerne unten in die Kommentare Ideen schreiben, was wir ins Glas werfen sollen oder was wir in der App abstimmen lassen sollen. Also ja, alles unten reinschreiben genau. Und das werden wir auf jeden Fall berücksichtigen. Mhm. Gute Ideen unten in die Kommentare. Und schaut natürlich auch mal bei dem anderen Video vorbei, also bei Katis Video oder bei meinem, je nachdem, welches ihr gerade gesehen habt. Und lasst uns natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich gerne auch unsere vielen anderen Challenge-Videos aus den vielen letzten Wochen. Überall gerne reinschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Klickt auch auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!